Hallo zusammen. Heute Morgen bin ich früher aufgestanden, um Vögel in einem Naturschutzgebiet direkt am Meer fotografieren zu können. Es ist ein Feuchtgebiet mit Schilf, das heißt, man sieht immer wieder Singvögel, aber natürlich auch diverse Wasservögel. Ja, wie so häufig in der Fotografie kommt das aber ein bisschen anders raus, als man es plant. Und ich bin jetzt nicht im Naturschutzgebiet, denn auf dem Weg dorthin, wenige Meter, 100 Meter davor, habe ich an dieser kleinen Pfütze oder Tümpel zwei Stelzenläufer gesehen. Und ja, die fand ich fast attraktiver. Ich habe mich jetzt mal flach mit dem Bodensack hier hingelegt, damit ich eine schön tiefe Perspektive habe. Die Sonne geht langsam auf und ja, leider ist der Stelzenläufer gerade etwas weit weg und etwas versteckt. Meine Hoffnung wäre, dass der noch etwas rauskommt, näher zu mir, sich schön vom Hintergrund abhebt und dass vielleicht der Hintergrund auch schon leicht in der Sonne ist und dann so richtig schön strahlt. Mal schauen, ob es klappt. Die Blende habe ich sowieso komplett geöffnet für eine schönere Freistellung, aber da Licht momentan noch Mangelware ist, musste ich mit dem ISO etwas hoch und habe die Verschlusszeit mal auf eine 320stel Sekunde gesetzt. Der zweite Stelzenläufer ist soeben gelandet und läuft jetzt da auch noch rum. Und ich finde das ein schönes Beispiel, das wieder zeigt, dass selbst eine Hausfassade einen ganz schönen Hintergrund hergeben kann. Denn diese Fassade, die relativ hell ist, hellgrau, spiegelt sich jetzt im Wasser und gibt dem Bild einen relativ minimalistischen, aber wie ich finde, eigentlich auch recht natürlichen und schönen Gesamteindruck und Hintergrund. Etwas sehr Nerviges. Während ich fotografiert habe, ist mir meine R5 wieder eingefroren. Ich musste sie ausschalten. Es hat ungefähr 5 Sekunden gedauert, bis die Kamera wieder reagiert hat. Oder vielleicht auch 10 Sekunden. Es kam mir relativ lang vor, ehrlich gesagt. Nachher war die Kamera falsch eingestellt, also nicht die Einstellungen, die ich zuletzt hatte. Ich musste die ISO, die Verschlusszeit, alles wieder anpassen. Ah, mühsam. Canon, bitte macht was. Und ich habe die neue Version der Firmware, diese 1.3, die ganz Ende März rauskam, ist aufgespielt. Also ich weiß echt nicht, an was das liegen soll, aber wenn man es positiv betrachtet, schaut euch mal diese Bilder an. Ist schon gar keine schlechte Ausbeute so für so früh am Morgen, finde ich. Mal schauen, was der Tag sonst noch bringt. Ja, die Stelzenläufer haben sich jetzt noch ein bisschen verschoben. Sie sind aufgeflogen und woanders wieder gelandet. Jetzt habe ich einen natürlicheren Hintergrund, den ich eigentlich auch ursprünglich wollte, nämlich ein wenig Schilf und Vegetation. Und auch wie geplant, sehr schön, wie das klappt, ist dieser schon leicht von der Sonne beschienen. Die Stelzenläufer selbst sind aber noch im Schatten, dadurch leuchtet dieser Hintergrund halt so richtig. Da es inzwischen auch schon etwas heller ist, habe ich eine etwas kürzere Verschlusszeit eingestellt, eine 640stel oder 800stel Sekunde. Das gibt mir etwas mehr Reserve oder Sicherheit, denn die Stelzenläufer bewegen sich ja auch und jagen immer wieder und ich möchte auch vielleicht ein paar Action-Shots haben. Und da wir gerade beim Thema Belichtung sind, falls ihr mit einer Halbautomatik fotografiert, also Blendenpriorität oder Verschlusszeitpriorität, dann stellt unbedingt eine positive Belichtungskorrektur ein, also zum Beispiel plus eine Blende oder sogar plus ein, zwei Drittel Blenden oder so etwas. Denn der Hintergrund ist eben, wie gesagt, sehr hell. Darf er ja auch sein, aber der Stelzenläufer sollte nicht zu dunkel sein. Darum etwas heller belichten.
ich belichte sowieso manuell, dann kann ich das selbst anpassen. Und ich meine, solche Szenen gehen nur kurz nach Sonnenaufgang, denn sagen wir um die Mittagszeit ist der Kontrast einfach zu stark zwischen Schatten und dem Hintergrund. Der Hintergrund wirkt dann praktisch weiß und meiner Meinung nach nicht mehr schön, sondern lenkt eher ab. Was ich mir jetzt erhoffe, ist, dass die Stelzenläufer noch etwas näher zu mir kommen. Nicht unbedingt, weil ich mehr Brennweite brauche. Ich könnte ja auch noch den 1,4-fach-Konverter draufschrauben. Aber der Hintergrund würde sich noch etwas schöner abheben, wenn einfach mehr Distanz zwischen den Stelzenläufern und dem Hintergrund wäre. Ich weiß nicht, ob das hier realistisch ist, denn ich kenne die Wassertiefe nicht ganz und Vögel haben häufig so ihre bevorzugte Tiefe an Wasser, in der sie nach Nahrung suchen. Vielleicht ist in der Mitte vom Teich auch einfach zu tief. Ich warte mal und hoffe auf das Beste. Ja, es war nicht ganz perfekt, aber hat doch noch relativ gut geklappt. Die Stelzenläufer sind etwas näher gekommen. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie sich durch mich jetzt wirklich groß gestört gefühlt haben, ehrlich gesagt. Die waren relativ mit sich selber beschäftigt, und das ist häufig so, wenn man hingeht an eine Stelle, dann kann es sein, dass die Vögel mal auffliegen. Also ich würde immer versuchen, so langsam wie möglich hinzugehen, vorsichtig. Trotzdem ist es mir heute auch passiert, dass sie zuerst einmal aufgeflogen sind, aber nachdem ich da gelegen bin, war es für sie eigentlich wieder okay und sie sind dann auch relativ nahe gekommen. Wenn ihr so fotografiert, ich denke, das Wichtigste ist wirklich tief runtergehen für diese flache Perspektive. Natürlich muss das Licht stimmen. Und was mir hier für diese flache Perspektive immer hilft, ist der Bohnensack. Manchmal bin ich zu faul, den rauszunehmen, dann stütze ich die Kamera nur auf dem Boden ab, aber das ist immer etwas wackelig. Gerade am Morgen, wenn die Verschlusszeiten noch etwas länger sind, hilft ein Bohnensack schon und das Bild wirkt auch etwas ruhiger. Es ist einfacher, den Horizont gerade auszurichten, meiner Meinung nach. Und ja, die sind wirklich relativ günstig, man kann sie selber herstellen. Ich habe jetzt mal den ich verwende, unten verlinkt. Ja, meine R5 ist mir noch ein paar Mal abgestürzt, war echt mühsam jetzt. Soll kein Video werden, bei dem ich mich nur über die R5 Abstürze beklage, aber würde mich interessieren, ob ihr das auch hattet in letzter Zeit oder eine Lösung gefunden habt. Wie gesagt, das Firmware-Update hat für mich nicht geholfen. Ich habe teilweise auf SD und auch auf CF Express aufgezeichnet. Ich habe beides jetzt getestet, denn lange hieß es, die CF Express Karten von SanDisk könnten das Problem sein. Schließe ich persönlich jetzt vielleicht nicht komplett aus, aber ich vermute es hier länger, hier weniger. Ja, mal schauen. Anyway, ich versuche mich, oder ich erfreue mich jetzt zuerst einmal an der Natur. Fototechnisch ist es für heute Morgen wahrscheinlich gelaufen, denn die Sonne steigt immer höher. Aber mal schauen, ob ich noch was beobachten kann, denn ja, gerade am Morgen früh, im Moment, da hat es Leute. So, gerade morgen früh hat man halt sehr wenig Zeit. Wenn man ankommt bei Sonnenaufgang, ist alles noch komplett dunkel. Und wenn man das heißt, neue Gebiete bei Sonnenaufgang fotografisch zu entdecken, das mache ich sehr ungern, denn es ist ein bisschen eine Lotterie. Darum werde ich jetzt noch ein bisschen ein neues Gebiet anschauen und für das nächste Mal weiß ich dann schon, wie es dort aussieht und bin dann ready fürs Fotografieren. Thank you.
Ja, ich fotografiere jetzt hier die Küstenseeschwalben, Lachmöwen, Schwarzkopfmöwen und so weiter im Gegenlicht. Ist unglaublich cool, wenn die hier anfliegen. Für einmal ist auch die Höhe des Hals kein Problem. Ich brauche hier keine flache Perspektive. Aufstützen geht hier fast besser oder ist flexibler, finde ich, wie ein Stativ. Vielleicht etwas zum Autofokus. Ich habe eigentlich bei der R5 mit dem Augenautofokus sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber hier funktioniert irgendwie der Zonenautofokus fast besser. Das mag am Gegenlicht liegen. Ich würde euch raten, das einmal auszuprobieren bei eurer Kamera. Im Gegenlicht reagieren gewisse Kameras wirklich etwas mühsam. Bis jetzt wirklich eine sehr gute Trefferquote, aber eben im Zonenautofokus fast besser als im Augenautofokus. Und da der Autofokus relativ stark gefordert ist und die Tiere auch zumindest teilweise eher nah sind, habe ich den Konverter mal rausgenommen. Man merkt schon einen deutlichen Unterschied und auch langsam wird das Licht knapp. Ich nutze jetzt wirklich die Offenblende 4. Verschlusszeit habe ich eher kurz eingestellt, eine 2000stel, 2500 Sekunde, als ich noch etwas mehr Licht hatte. Denn gerade wenn sie so ein bisschen wie rütteln und nach vielen Jahren bewegen sich die Seeschwalben schon sehr schnell. Ich denke, viel länger wird der Abend nicht mehr sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rest des Videos und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!